Und es geht schon wieder weiter mit einer neuen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Und jetzt bin ich gespannt, was hier auf uns wartet. Ich glaube, ich weiß es schon, wenn es denn irgendwie dem Originalteil gleicht. Okay, bleiben wir ganz geschmeidig. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Wohl nicht. Zu Tode geprügelt. Was ist das? Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharren, die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der weniger ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn, und als er ihn ins Visier brachte, nein, ich kann nicht weiterschreiben. Das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht. Es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren, an einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Naja, Bro, wirklich weit bist du nicht gekommen, hä? Keiner darf entkommen. Ah, wir hören ihn schon. Wir hören ihn schon. Ashley, komm ran, Mädchen. Wir haben einen Job zu erledigen. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Das kommt drauf an, wie man sieht. Okay, wir sind gewappnet. Da drüben ist ein Schatz, alles klar. Du bleibst liegen. Verliesschlüssel. Das Licht ist verloren. Na dann. Kann's losgehen, oder? Ja. War doch klar. Renn, Leon! Renn, 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 renn! Exakt und cool daneben geschossen. Und weiter.
Ich glaube, wir dürfen hier nicht die Ketten berühren. Kann das sein? Ich glaube, ja. Okay, wir bleiben ganz entspannt. Der hat extreme... Nicht gierig werden. Gierig werden ist ganz, ganz gefährlich. Ach, er ist schon weg? Ah, du Freak, du warst ja genauso einfach wie im Originalteil. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Der ließ sich genauso besiegen wie im Originalteil. Exakt das gleiche. Nicht schlecht. Da habe ich einen härteren Kampf erwartet. Aber die Inszenierung war geil. Kann man nichts anderes sagen. Das war richtig nice. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Peseten. Drüben war noch. Ein paar Peseten. War hier nicht auch eine Munition irgendwo? Oder habe ich die beim Vorbeikriechen eingesammelt? Jetzt nichts mehr da. Du kleiner hässlicher Freak. Easy going. Na, nichts drin. Was? Schon wieder 40.000 Peseten. Ganz oben. Der Schatz ist tatsächlich nicht hier. Ashley? Na komm, sage ich's. Kaum rede ich von dir, bist du schon wieder da am Husten und am Stöhnen. Du bist's nur. Was war da unten los? Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Das stimmt. Verlies abgeschlossen. Oder besser gesagt, der Keller. Wartet mal, wir machen mal. Wir machen uns ein bisschen Gewehrmunition. Da haben wir ein bisschen Platz. Die brauchen wir ja eh. Alles gut? Ja, geht schon. Oh, ich höre einen Hampelmann. Da hinten ist er. Wie langsam sie hier hochklettert, ne? Sieben von 16. Können wir was craften? Nope. Spinell für den Händler. Nehmen wir natürlich gerne mit. War das der Schatz? Tatsächlich. Wenn mir die Schätze so zufliegen, dann habe ich da kein Problem mit. Ich schaue gerade schon. Da brauchen wir ein Schwert. Oh. Ich wollte das doch eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich wollte eigentlich nur gucken. Verrostetes Schwert. Goldschwert. Was ist das hier für eine Nummer? Warte mal.
Vorher lang ich mal hier rein. Da steckt zumindest schon mal ein Schwert. Und das ist doch das Zeichen. Na, ziehen wir mal dran. Alter, wer bist du denn? Wolfgang Petri oder was? Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Schlange und... Alles klar. Ja, ist ja easy. Boing. Boing. Ey, da müsst ihr aber hier für so einen Rätselgott wie mich, da müsst ihr aber schon... Ne? Da muss aber schon was mehr kommen. What? Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Also wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Sobald man hier was herstellt, ne, kriegst du sofort wieder Schießpulver nachgeliefert. Also man sollte eventuell viel öfter mal was herstellen. Oder? Ist euch das auch aufgefallen? So, jetzt müssen wir erstmal hier die Schwerter reinpacken. Hier kommt das verrostete Schwert. Dann ist hier das blutige Schwert. Bilder mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? Goldschwert. Ja, Goldschwert. Da wird er ja geschlagen zum Ritter. Und hier ist sein Eisenschwert. Und Rätselgott, Leute. War wohl richtig. Ashley. Schatz voraus. Direkt in der Einflugschneise. Kannst du gar nicht dran vorbeilaufen. Ah! Ich bin einfach zu langsam. Ey, super geil. Die können wir direkt snacken, ne? Snack, snack, snack. Ich hatte gedacht, ich habe was gehört. Pesetten, Pesetten, Pesetten. Goldarmreif. Ich bin mit dem Gedanken am Spielen, die Magnum zu holen, denn es gibt da ja auch die Magnum-Munition, also dieses Herstellungsrezept, für umsonst. Ne? Kannst du 7000 Mücken sparen. Finde ich schon ziemlich geil. So, was ist das jetzt hier für eine Nummer? Achso, wir sind oben. Verstehe. Okay, war noch... Das zweite Zeichen. Warte mal, welche? Schlange. Wir brauchen eine Schlange. Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Schlaues Kindchen. Wohl bloß im Kreis gegangen. Ich habe hier alles im Griff. Mädchen, ich habe hier alles im Griff. Okay, da kommen wir runter jetzt. Perfekt. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Komm, lass sie doch auch mal ein bisschen Spaß haben, Leon. Ist ja voll die Spaßbremse. Ah, alles klar. Goldene Sanduhr. Dann können wir ja Gott sei Dank jetzt hier auf der anderen Seite hochgehen wieder. Begrüßungskomitee. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? Auch nicht schlecht, Leon. Hast du doch gesehen, dass ich es kann, Mädchen? Hast du doch gesehen. So, Schlangensymbol. Dann müssen wir wahrscheinlich hier rüber springen.
Ja. Da war noch eine Vase, ne? Tü-tü-tü-tü. Moin! Gewehrmunition. Schätze, nicht hier. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere, der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Oh, fuck. Okay, Ashley, du bleibst schön bei mir. Zu mir. Komm ran. Alles klar. Aber hör auf zu stöhnen, verfluchte Axt. Ich verfütter dich gleich. Boah. Ich bin ja selten so triggerbar. Aber das ist echt übel. Hoffentlich patchen die das raus. Das ist ja Wahnsinn. Das macht dich fertig. Komplett. Okay, warte mal. Hier ist der Rückweg. Schreibmaschine. Ein Fass. Ah, wenn es hier eine Schreibmaschine gibt, ist das nichts Gutes. Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dieses bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Alles klar. Dicrocolium, keine Ahnung. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern einer Schnecke oder der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Da habe ich mal eine ganz, ganz spannende Reportage, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Kanal, aber auf jeden Fall eine spannende Reportage gesehen. Ey, das sieht so krass und übel aus, wenn die Fühler der Schnecke so ganz mies pulsieren. Boah. Echt, echt übel. Richtig übel. Gut. Warte mal hier. Holen wir die Magnum oder holen wir sie nicht, ist die Frage. Da kommen wir nicht mehr dran. Ich würde sagen, Freunde, das entscheiden wir in der kommenden Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.